Yo, yo, yo. Ja, warum kam gestern kein Video? Ganz simple Geschichte. Ich nehme 40 Minuten ein Video auf. Und ich habe einfach keinen Ton. Und warum hatte ich keinen Ton? Weil dieser Stecker hier vorne nicht drinne war. Warum war der nicht drinne? Weiß ich nicht. Der löst sich einfach manchmal. Bruder, und dann sitze ich vor meinem Rechner und ich möchte das Video bearbeiten und es geht nicht. Ich wäre ausgerastet. Egal. Ja, wir werden heute mal wieder in Party Royale reingehen. Und bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich noch etwas loswerden. Oder wir stehen fast vor den 50.000 Ehrenmännern hier auf diesem Kanal. Digga, und ich habe damit nie gerechnet, dass wir in so kurzer Zeit so schnell wachsen. Es ist einfach nur geisteskrank. Danke. Kuss geht raus. Ich bin euch unendlich dankbar dafür, dass ihr meinen Content feiert, dass ihr meine Videos anschaut, dass ihr immer kommentiert, dass ihr immer liked, dass ihr Abos da lasst und so weiter und so fort. Es ist einfach nur so schön. So, ich würde da sagen, wir gehen jetzt ins Party Royale Video rein. Go, Junge! Raus geht Kuss. So, Leute, wir sind in der ersten Party Royale Runde drin und ich möchte euch zu Anfang erstmal etwas zeigen. So, wir holen uns auch erstmal hier ein, zwei Grablerinos, bevor ich euch den Trick zeige. Der Trick ist so nice, Leute. Ey, was machst du denn hier, Junge? Hör mal, machst du hier Straßensperre? Sind wir ja bei Need for Speed Most Wanted oder was? Hat Spaß daran, hier die Straße zu verstrecken, hier der kleine 31er Guild-Skin. Finde den Skin hier eigentlich an sich sehr, sehr nice. Den spielt auch kaum einer, komischerweise, ne? Wie dem auch sei, ich zeige euch jetzt mal den Trick. Der ist richtig nice, wenn ihr TikTok-Videos oder sonstiges macht. Ihr müsst diesen Emote hier machen und dann, wenn ihr diesen Emote gemacht habt, müsst ihr in den Spind reingehen. Dann kommt ihr ganz normal einfach wieder raus und dann achtet mal auf meine Hand. Ja, ups, was ist das denn, Digga? Ich bin einfach am Brennen, Junge. Und je öfter ihr diesen Emote macht und in den Spind wieder reingeht und wieder rauskommt, wird die Flamme immer heller und heller, Leute. So, und am Ende lauft ihr dann mit einer brennenden Hand durch Party Royale durch die Gegend. Und am Abend sieht das natürlich noch geisteskranker aus. Die anderen Leute sehen die Flamme natürlich nicht, aber wir sehen die. Was geht, Junge? Ah, Digga, bleib ruhig, junge Dame. Lul. Hallöchen. Na? Die droppt schon ihre Grapplers. Und dann zieht die mir wieder ab. Was soll das denn hier? Warum zieht die mir wieder ab? Was soll das? Brauchst gar nicht überrascht sein. Gib mir die Grappler zurück. Herr No-Skin, was geht? Jetzt gibt die mir nicht wieder. Ich habe gedacht, die wollte jetzt ein Friedensangebot machen oder so. Oh, der No-Skin hat 3 Wins. Stabil, stabil. Stabil mit 3 Wins am Start. Das heißt, es gibt nicht nur diesen Glitch mit den Rocket Launcher, beziehungsweise Rocket Backbling. Ihr wisst schon, wie ich meine, womit ihr fliegen könnt. Sondern ihr könnt auch Emotes machen, die irgendwelche Effekte haben. Macht ihr das vorm Spin und geht in den Spin dran. Dann bleibt der Effekt auf jeden Fall immer noch am Start so. Okay. Ey, Junge! Soll das hier? Hör mal auf damit. Fuck, man, wo sind wir hier gelandet? Wir sind hier wieder in irgendeine Party Royale Lobby gelandet. Immer der No-Skin ist auch ganz komisch, ne? Wir werden auch hier heute in Party Royale nur mit OG-Skins reingehen, damit wir natürlich die meiste Interaktion haben. Wird natürlich hier auf jeden Fall lustig, Leute. Wütrox! Was machst du hier? Was machst du hier? Ey, ihr sneakt euch irgendwie immer in meine Lobbys rein. Ich verstehe nicht, wie ihr das macht. Besonders immer genau dann, wenn ich ein Video am Aufnehmen bin. Wütrox! Hä? Brauchst gar nicht hier ein Herz machen. Meine Hand brennt komplett. Wenn es gleich dunkel ist, sieht es richtig nice aus. Müsst ihr mal drauf achten. Guck mal. Vor allem, wenn du so Disc-Spinner machst oder irgendwelche Emotes. Das sieht so nice aus, Leute. Natürlich sehr, sehr interessant für die Leute, die hier irgendwelche TikToks oder so machen. Oha, der kommt mit rein. Das sieht natürlich sehr, sehr schmackhaft aus. Oha, die macht rechts auch noch mit. Jetzt sind wir jetzt zu dritt am Start. Lol. Oha, Junge. Zu fünft einfach. Lol. Nice. Und hier vorne mit 2 No-Skins, die sich irgendwie mögen. Schau mal da hinten. Ui, Memo. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen nachhelfen, Leute. So. Ihr beiden, oder was? Ja? Ja. Ui, stabil, Junge. Ah, okay, okay. Die beiden mögen sich wohl. Haben wir hier wohl einen Chapter 1 No-Skin am Start und einen Chapter 3 No-Skin am Start, die sich hier gut verstehen. Ich würde mal sagen, dann lassen wir die Turteltäubchen mal hier in Ruhe, ne? Was machen die denn hier unten? Soll die Scheiße hier? Was macht die hier? Aura? Oh mein Gott, OG Ghoul. Ah, hast du doch Angst jetzt vor mir, ne? Hast du jetzt nicht gedacht, dass ein OG Ghoul-Trooper hier durch die Tür reinkommt, was? Jetzt gucken die beiden, die machen gar nichts. Die stehen einfach nur rum. Du auch, oder was? Ja, stehen beide einfach nur rum. Die checken bestimmt jetzt den Namen ab, die beiden 31er. Zumindest die Aura. Wen haben wir denn hier
Vorne! System Fan? Okay, alles klar. Da macht er hier einfach einen Namensvetter. System Fan, Junge. Ja, ja. Da mach mal eben mit mir den Entspannten hier. Bam, 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 Junge. Gillette ab die. Ich rasier euch. Was möchte die Ruby jetzt hier rechts? Oh. Scheint wohl überrascht zu sein. Es geht, Junge. Jetzt möchte Iron Man hier auch nur eine Umarmung, Junge. Guck mal, ne? Das ist die Sache, wenn du mit OG-Skin drinne bist. Die ganzen Leute... Bro, die kommen einfach, Digga. Er möchte hier eine FA haben. Ach, Brudi. Hey, Junge. Ich wiederhole das liebend gerne. Es bringt eigentlich gar nichts, dass ich euch eine Freundschaftsanfrage schicke, weil ihr sowieso nicht in den Streams drinne seid und ich werde sowieso offstream zocke ich nicht. Ich spiele kein Fortnite offstream. Nur wenn ich auf Twitch am Streamen bin, zocke ich aktiv Fortnite Teams etc. Und Bruder, du hast deine Freundschaftsanfragen aus. Ich kann dir keine schicken. Junge, warum hat der hinter so ein Langeweile, Digga? Bruder. What the fuck, man? Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Junge, warum machst du das die ganze Zeit bei mir? Und was will er jetzt? Der geht mit mir zum Spinn. Ach, der möchte, dass ich da reingehe. Guck mal. Geh da rein, Junge. Ja, ja. Warum soll ich denn immer meine OG-Skins zeigen? Okay, komm, wir holen OG-Skin raus. Wen holen wir raus? Ich würde sagen Ariel. So, Junge, was geht? Guten Tag. Ihr wolltet bestimmt Renegade sehen. Der Boba Fett auch am Start, Junge. Alles klar, Digga. Der wird jetzt hier wieder Freundschaftsanfrage reinschreiben, aber ich kann den nicht adden, weil der Freundschaftsanfragen aus hat. Ihr seht es. Ich gehe auf Freund hinzufügen. Es funktioniert nicht. Es geht nicht, Bro. Ach, der hat hier YouTube hingeschrieben. Ja, ja. Guck mal. Ja. Oh, ja. Ja, ja, Junge. Nimm gerade auf. Du bist jetzt hier im Video dabei, Junge. Du bist jetzt hier im Video dabei und du auch, System-Fan. Let's go! So, Leute, die machen hier wohl gerade ganz, ganz viele Dance-Battle. Wir gucken mal, was hier so los ist. Oh mein Gott. Die Sparkle-Spezialistin hat uns schon im Auge. Will er jetzt gegen mich ein Dance-Battle machen? Ja, ja, der will ein Dance-Battle gegen mich. Okay, dann komm. Dann komm, Frau Sparkle-Spezialistin. Zeigen Sie, was Sie haben. Okay. Ja, nichts Besonderes, Junge. Ach, Bruder, der war doch umsonst. Der geht fit. Der ist auch gut. Oha, hier links ist noch ein OG Ghoul Trooper mit Skyback Blink. Aber wir sind jetzt hier gerade mit der Sparkle-Spezialistin beschäftigt. Also ich würde sagen, Bruder, ist auch kein seltener Emote, Digga. Ich finde, beim Dance Battle sollte man immer nur seltene Emotes benutzen eigentlich. So, keine Ahnung. Aber GG's, Junge. Hast du auch die Renegade Raider Hacke? Oh, guck mal, wie die am Gucken sind, Junge. Oha, Digga. Sparkle geht erstmal ein paar Schritte zurück. Und jetzt weint die da hinten. Digga, warum weinst du? Hör auf zu heulen. Wir haben doch hier, das ist doch alles fair verlaufen und auf netter Basis. Und die hier vorne möchte jetzt auch ein Dance-Battle gegen mich. Sie sagt, glaube ich, dass ich anfangen soll. Soll ich anfangen? Bist du sicher? Ja, okay. Zu den? Nein. Den hier? Okay, auch nicht. Ja, okay, der war im Shop. Der war auch im Shop. Hat der nicht. Lol. Warum kauft er sich denn kein, Disc-Spinner? Der war doch, vor kurzem im Shop gewesen. Okay, hat der Junge... Hat der auch? Hast du den? Nein, auch nicht. Szenario, auch nicht. Dann mach du jetzt deine Emotes. Oh, Capoeira. Okay. Haben wir auch nicht, Junge. Den haben wir. Haben wir auch, Digga. Haben wir auch. Rückpaddler haben wir nicht. Die Tomate war vor kurzem im Shop. Haben wir auch, Junge. Beste Freunde, Eldance. Oh, sehr respektvoll, dass der Eldance nicht in meine Richtung macht. Korrekt, Junge. Hast du den? Nein. Hast du den? Auch nicht. Okay. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Also Dance Battle haben wir auf jeden Fall gegen ihn hier vorne gewonnen. Der hat zwar sehr, sehr viele seltene Emotes gehabt, aber wir haben auch das ein oder andere Emote, den er jetzt nicht hat. Und ich glaube, wir hatten sogar mehr letzten Endes. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr, Leute. Wir haben auf jeden Fall mehr. Ja, GG's, Junge. GG's. Gucken, ob der den goldenen Pokal hat. Ist der 5 seltenste Emote in Fortnite. Der links, der macht schon eins. Der rechts macht auch schon eins. Der andere macht Respekt und so. Nee, hat der auch nicht, Digga. Ja, okay, dann, Teetasse auch schon 210 Tage nicht mehr im Itemshop gewesen. Taco Time auch schon 250 Tage. GG's. Ah, der hat hier diesen Emote aufgeweckt. Ich glaube, der will mich hier fragen, ob ich diesen Emote auch habe. Nee, den habe ich nicht, Junge. Den habe ich nicht, Digga. Warum flexst ihr denn jetzt die ganze Zeit mit dem Emote? Willst du gegen mich ein Spindbattle machen? Willst du gegen mich ein Spindbattle machen? Nee. Dann flex jetzt hier nicht die ganze Zeit mit einem Emote, den ich nicht besitze. Und der hier rechts, der will geedit werden von mir. Die Frage ist natürlich an der Stelle, ist er überhaupt deutsch? Bist du deutsch, Junge?
Siehst du, der ist nämlich hier polnisch, ist der, Digga. Der ist Pole, Junge. Ja, warum soll ich dich denn dann adden? Was macht das denn dann für einen Sinn? Wir werden doch sowieso nicht auf Stream spielen. Und vor allem, du bist polnisch, ich deutsch, Digga. Mein Englisch ist absolute Katastrophe. Wir können keine Konversation führen, das funktioniert nicht. Junge, 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 Junge hier. So, wir gehen jetzt die Abfahrt in die nächste Runde rein, Leute. Guck mal, wie nett die alle sind. Holy Macaroni, Digga. Alle absolut korrekt. Die Banane steht da einfach nur, guck zu. So, Leute, in der nächsten... Hey! Was machst du denn bei mir wieder in der Lobby? Schon die dritte Person aus meiner Liste hier. Guten Tag, willkommen. Let's go. Guck mal, hinten der Frostkopf, ne? Oder bleib ruhig. Alles wird gut, Digga. Alles wird gut, okay? Alles wird gut. Du brauchst jetzt nicht hier in den Fluss verschwinden. Macht keinen Sinn. Wir warten sowieso, bis das hier hell wird, weil im Dunkeln macht das nicht so viel Spaß und ihr seht auch nicht so viel. So, jetzt ist das hier wenigstens hell, Leute. Und System Fan ist bei mir auch wieder reingekommen. Also die Frage, ob ich am Aufnehmen bin, naja. Bin gerade tatsächlich am Aufnehmen. Das entspricht den Tatsachen. Genau. Boah, und Leute, der neue Kunia-Skin, ne? Die Stilvariante, die ist so nice, Digga. Die ist so nice. Die kannst du so gut kombinieren. Der Skin ist für mich absolut eine 10 von 10. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu diesem Skin bzw. zu der Stilvariante in die Kommentare schreiben. Für mich ist das absolut eine 10 von 10. Deswegen werden wir uns jetzt auch diesen Skin rausholen. Den schönen neuen Kunia-Skin, Junge. Der sieht so fresh aus, Digga. Der sieht so fresh aus. Junge. Den kannst du auch so gut mit Skull Portal kombinieren und mit sehr vielen anderen Gegenständen. Einfach nur ein nice Skin, Digga. Ohne Witz. Boah, Junge, und der hier links, der Weihnachtsmann-Skin da, ne? Der hat so Langeweile, Digga. Der kommt die ganze Zeit schon seit 5 Minuten zu uns und lacht uns einfach kontinuierlich aus. Das sind wieder so Leute, die gönnen einem nicht. Die gönnen einen einfach nicht. Sehr, sehr schade. Und der möchte jetzt mit mir hier hinten zum Spind gehen. Der will bestimmt irgendwelche krassen OG-Skins oder sowas sehen. Guck, guck dir den kleinen 31. Zeig mal. Nimm mal einen raus. Geh mal rein, Junge. Geh mal rein. Ja, ja, ich soll, ja, komm, wir holen einmal Renegade Raider raus. Ist okay, Junge. So, haben wir draußen. Stabil, sagst du? Was hast du da, Digga? Ja, Junge, ich bin wieder von allen hier irgendwie ein bisschen umzingelt. Ich komme hier gar nicht mehr drauf klar in Party Royale. Schon in der letzten Runde von allen Seiten. Ich konnte mich gar nicht bewegen. Guck mal, der lacht halt uns immer noch aus, Digga, nur auf der rechten Seite. Guck mal, Bruder, wie viel Langeweile, Digga. Wie viel Langeweile muss man haben, Bro? Bitte. Wie viel Langeweile? Wie kann aber mich so nicht mögen, dass man die ganze Zeit zu mir kommt und mich die ganze Zeit in Party Royale ohne Grund auslacht. Max 458, Digga. What the fuck ist mit dir los? Hier, und der Wonder Skin will hier Dance Battle, Digga. Nee, mach du mal deine Emotes. Mach weiter, Junge. Zeig mal deine ganzen seltenen Emotes. Okay, den haben wir. Schneemann haben wir nicht. Auch nicht. Widows Pirouette hätten wir. Okay, den haben wir auch, Junge. Den Daumen haben wir, glaube ich, nicht. Mach weiter. Super Beinarbeit. Soll jetzt bald im Itemshop kommen. Wackerquatsch, Szenario, okay, den haben wir auch. Ja, den haben wir auch, okay. So, Floss, ja. Was hatte der denn nicht für Emotes? Ich glaube, der hatte... Den hatte der nicht, oder? Nee, ich glaube, den hatte der nicht. Doch, den hat der. Hast du Taco? Nee. Hast du T-Taste-Time? Auch nicht. Hast du den hier? Auch schon 350 Tage nicht drin gewesen. Pirouette, okay. Den hier? Nein, welchen hatte der denn auch nicht? Ich glaube, den hat doch, den hatte der auch, okay. Den hatte der aber nicht. Nee, den hier? Auch nicht, okay. Okay, orangene Gerechtigkeit hat er. Hast du Labra Kadabra? Auch nicht, Digga, okay. Den hier? 350 Tage nicht mehr drinne gewesen. Grube? Auch nicht, Hot Marat. Okay, den hat der Junge. Alles klar. Fußfinesse? Nein. Harmonische? Auch nicht, Digga. Ey, aber der hat viele seltene Emotes gehabt. Ich sag euch, wie es ist, ne? Der hat wirklich sehr, sehr viele seltene Emotes gehabt. Schon geisteskrank. So, und was will der Kunia-Skin uns jetzt hier zeigen? Der hat hier irgendwas hingeschrieben, ne? ZYZTM. Ja, Bruder, System, Digga, ja. Oh mein Gott. Ah, wieder zurück. Ich finde das immer so gut, Digga. Ich küsse doch dein Herz. Guck mal, Bruder, der lacht halt immer noch, ne? Der kommt zu mir, lacht mich die ganze Zeit aus. Der geht zum Wonderskin, lacht den die ganze Zeit aus. Und dann ist halt immer noch genau dieselbe Person, Digga. Wir zeigen uns unbeeindruckt und zeigen einfach nur den flammenden Daumen, Junge. Weil du hast gerade ein bisschen Spaß, uns zu ärgern, ne? Bisschen richtig krasser bist du, Junge. So, und was möchte er uns jetzt hier zeigen, Digga? Der will auch uns irgendwas zeigen, Junge. Guck mal, wie der uns mitnehmen möchte. Möchte er uns hier entführen, oder wie? Was möchtest du zeigen? Zeig her! Der hat die FA hingeschrieben. Willst du auch eine Freundschaftsanfrage? Ja, ja, der Renegade auch so, Digga. Ja, ja, add den mal schön. Ich soll den schön adden, sagst du? Ja.
Soll ich den schön adden, Junge? Ich habe jetzt die Hälfte der Leute hier geaddet. So, den habe ich auch jetzt da angenommen, Junge. Also jetzt sind wirklich sehr, sehr viele Leute in meiner Freundesliste, mit denen ich sowieso nicht spielen werde, weil ich sowieso offstream keine Zeit habe. Wenn man mit mir irgendwie Fortnite spielen möchte, dann muss man auf Twitch kommen. Da zocke ich die ganze Zeit mit euch, aber ist schwer reinzukommen. Ich sag euch, wie es ist. Renegade, was los? Ach, der möchte auch eine Freundschaftsanfrage. Digga, Leute, Alter. Habt ihr eine geschickt? Beste Reaktion wieder am Start. Ich sag dir, wie es ist. So, für mich reicht das jetzt hier, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und ich würde sagen, haut da rein.